Und willkommen bei Let's Play Slenders 7th Street. Ja, wir spielen jetzt hier mal einen weiteren Teil von Slender. Wir hatten gerade schon eine Story da stehen, die ich mir nicht durchgelesen habe, weil ich viel zu sehr mit Quatschen beschäftigt bin. Aber ich bin mal sehr auf diesen Teil hier gespannt. Der hat schon mal eine extrem creepige Musik gehabt, eben. 7th Street. Und ich habe nur zur Info, ich habe wirklich keine Ahnung über dieses Spiel. Also ich habe es noch nie bei jemandem gesehen. Und ich mache es ein bisschen leiser. So. Ich habe es noch nie bei jemandem gesehen und also absolut noch nichts gesehen. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Okay. Ich habe das schon länger auf der Liste, dieses Spiel, dass ich das mal zocke. Ich habe mir nämlich damals, als ich es entdeckt habe, als ich davon zum ersten Mal gehört habe, besser gesagt, gedacht, so schlimm kann das eigentlich nicht sein, man hat hier viel Platz, man läuft durch die Stadt, ist alles überschaubar, es ist nicht übel dunkel irgendwo. Das kann doch nicht so schlimm sein wie andere Slender-Teile. Habe ich mir gedacht. Aber ohne Lampe ist es doch irgendwie dunkel. Nee, aber... Oh, das ist ja hier dieselben Notizen, dieselbe Art von... Oh, Kreuz. Möge Jesus mir Kraft geben. Was habe ich da gesagt? Irgendwas hat gerade Besitz von mir ergriffen. Nee, aber im Ernst, diese Zettel waren aus dieser Hospice-Serie von Spielen. Sender Hospice und dies andere da. Memorials, oder wie das heißt. Ach nö, muss doch jetzt schon gleich so mit krasser Musik anfangen. Und ich habe keine Ahnung, ob die Lautstärke passt. Ich drehe mal nochmal lieber leiser. Ich kann es wirklich nicht einschätzen gerade. Irgendwas habe ich doch hier gerade entdeckt gehabt. Das ist gar kein Kreuz, das ist nur so ein blöder Wegweiser. War da gerade was? Ne, was sage ich da? Das ist Slender. Ein Slender-Teil, da sieht man nichts vorbeilaufen. Der bewegt sich, oder? Bewegt er sich? Nee, oder? Den Sender finde ich ein bisschen lustig irgendwie, den hier. Der hat ja wirklich Arme. Oh, wo ist er jetzt hin? Ich finde den vom Aussehen lustig, nicht, dass ich gleich hier mir Sprüche anhören muss. War er da oder was war das da? Das ist ein Zettel. Okay, sehr gut. No escape. Ich zeig dir mal, wie ich hier entkomme. Ich weiß auch nicht, wie der aufgebaut ist, ob der logisch berechenbar ist. Leuchten schön, das finde ich sehr gut. Oh, die ist aber super schnell aus der Puste. Das gibt's ja gar nicht. Oh, yeah. Oh, okay. Ja, ich hab dich nicht mit Absicht angeguckt, Mann. Ich weiß, dass du hässlich bist und ich keine ansehen möchte. Oh, yes, man. Keine gute Idee, jetzt hier lang zu gehen, glaube ich. Ich glaube, es ist eine scheiß Idee, aber ich habe doch hier eine Seite gesehen. Ja, ja, ich renne immer so ein Stückchen immer. Wo ist er denn? Ach da, okay. Komm, Sender, das war aber mies. Das war mies. Das ist doch nicht schlimm, wenn man dich nicht mal sieht und du einen erschreckst. Mann, Alter. Noch mit Belehrungen hier gerade. Nein!
Fresse. Was hast du denn für ein Gesicht, Mann? Du wirst ja voll aus Pappe. Ja, okay, das war ein bisschen kürzer. Das hat mich gerade selbst ein bisschen verwundert. Ich dachte, das wird jetzt hier ein bisschen was Aufwendigeres. Ich war ja überrascht, überrascht. Ich war überrascht, dass hier dieser eine Teil da, Slenders Woods, genauer gesagt, dass der so lang war, 40 Minuten. Da, also bei Slenders Woods hätte ich eigentlich mit so einer Länge hier gerechnet, aber den hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen länger. Aber naja, was soll's. 6 von 8 ist jetzt nicht so schlecht, würde ich sagen. Also, ja, also ich war wirklich so in Gedanken, dass ich alles schaffe. Also, ich habe es mir gut vorgestellt, weil so die großen Schocker kamen jetzt gar nicht erst am Anfang. Also, die erste, bis auf die letzten paar Minuten jetzt hier, ne? Und ja, ich quatsch noch ein bisschen. Also, es ist ja immer so eine Sache, bei YouTube mit Videos, Horrorvideos, man sieht ja, wo das Video endet, bei welcher Minute, und dann denken sich die meisten ja, da kurz vorm Ende muss dann auch irgendwie der Tod kommen und so, das ist völlig, völlig langweilig, man weiß ja, wenn man stirbt und so, aber ich mach's ja generell so, ich quatsche nochmal am Ende drüber, dass man es nicht genau weiß, also, bestes Beispiel ist ja das Special hier, was das Brony AP und ich gemacht haben, irgendwie, ich glaube, irgendwas in die 20 Minuten und dann nochmal 10 Minuten extra Bonuskram drauf. Also, na, das haben bestimmt nicht viele damit gerechnet. Und ja. Ich würde sagen, ich versuche gleich nochmal einen anderen Senderteil. Space, naja, obwohl, den wollte ich eigentlich mit das Brony AP zusammen machen. Irgendeinen, denke ich, werde ich noch machen. Irgendein Senderteil. Das war jedenfalls The Seventh Street und ja, war ganz nett. Erinnert mich wirklich sehr an Hospice und diesen anderen halt, diesen Memorials oder wie das heißt da. Ich glaube, das ist auch wirklich komplett die gleiche Engine, also wirklich 1:1 irgendwie übernommen oder vielleicht auch von den gleichen Machern, weiß ich nicht. Die hatte ich ja schon auch länger auf der Liste mal zu machen. Da war es aber so, dass Windows 8 und Windows 7, weiß ich gar nicht, ich habe ja jetzt Windows 8, da irgendwie Probleme mit dem Launcher hatte, das Spiel zu starten. Und da kam immer Fehlermeldungen. Und ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, dass es jetzt plötzlich geht. Entweder haben die da neuere Versionen rausgebracht, die irgendwie jetzt kompatibel sind, oder an diesen 8.1 Upgrade, das jetzt für Windows 8 rauskam. Also auf jeden Fall gehen jetzt alle Teile, das finde ich sehr gut. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Teil von Slender. Und bis dann. Und willkommen zu Let's Play Slender's Seventh Street. Und ja, wir haben ja schon die Story und das Spiel steht schon ab. Okay, wie geil! Und willkommen bei Let's Play Slender's Seventh Street. Und ja, wir haben jetzt hier gerade schon die ersten Sätze. Und das ist jetzt schon wieder ab, das gibt's doch gar nicht.